Hallo und willkommen zurück zu Atelier Aisha. Wir sind schon im Monat 12 des dritten Jahres, das heißt, wir haben noch 3,5 Monate Spielzeit ungefähr, bevor das Spiel zu Ende ist, und ich will euch ja möglichst viele Enden zeigen. Ja, und jetzt müssen wir erstmal nochmal unseren Titel verteidigen in der sechsten Ausgabe des Thrilling Treasure Contests. Ja, ich will ja eigentlich gar nichts kaufen. Oh, hey, Aisha. Naja, das hören wir jetzt zum 12. Mal. Ratet mal, was für ein Teil ich abgebe. Wer weiß es, wer weiß es. Und damit treibe ich jetzt Harry in seine totale Depression. Wahrscheinlich wird er auswandern. Ja. Ach, aber God's Miracle Drug zum Beispiel wäre auch nicht so schlecht. Könnte man auch mit gewinnen. Vielleicht könnte knapp werden, man weiß es nicht. Ich bleibe auf jeden Fall bei der bewährten Strategie. Irgendwo, da ist er. Mein Teddy. Oh, der Balken ist aber nicht mehr voll gefüllt. Jetzt in dieser Jurybesetzung kriege ich nicht mehr so viele Punkte wie letztes Mal. Und Harry war zwischenzeitlich Töpfern und kriegt dafür satte Punkte. Boah, das wird nicht ganz einfach, ihn zu besiegen. 1300, fast 1400 Punkte. Joris ein paar Jagdstiefel. Tut mir fast leid für ihn. Also hat er wirklich ein bisschen mehr an Punkten verdient als die schäbigen 400 da. Und Linker hat wieder was gekocht. Tatsächlich. Immerhin 700 Punkte für Linkas selbst gekochtes, ist schon eine Leistung. So, 1400 müssen wir erreichen. Ja, haben wir doch. Habe ich mir ganz umsonst Sorgen gemacht. Und dafür bekommen wir eine Time Guard Flower. Und natürlich 30.000 Coal. Und wahrscheinlich eine Trophäe dafür, dass wir jetzt alle Treasure Contests gewonnen haben. Ja, super. Dann müssen wir die Stadt noch einmal kurz abgehen.
Und dann gehen wir gleich nochmal ein bisschen auf Wanderschaft, nochmal alle Orte abgehen, ob da noch irgendwo was passiert. Ist das Linkas Magen, der da so knurrt, oder? Ist das so eine Ansteckblume, oder was hat Linka da? Ach so, so ein... Ja, so eine Haarnadel, okay. Und sie traut sich nicht, die zu kaufen, weil sie sonst Ärger mit Marion kriegen könnte. Ach so, sie will die für Marion kaufen. Ja, Marion wird sich bestimmt drüber freuen. Immerhin kostet diese Haarnadel vom Preis her 2 Nullen weniger als das, was sie früher mal gekauft hat, wofür sie so Ärger bekommen hat. Okay. Ach komm, wo Bazar ist, können wir noch einmal mit Joris und Mio quatschen. Aha, sie ist sehr stolz durch die Stadt gelaufen, die Mio. Und es geht, sie ist aber auf uns stolz, weil uns die Leute in der Stadt so toll finden. Harry nennt uns jetzt Master Aisha. Ja, und sogar Kies hat uns gelobt. Ja, Aisha ist wundervoll. Wir sind jetzt sowas wie eine kleine Berühmtheit. Das heißt, wir sind reif fürs Dschungelcamp in 2 Jahren oder so.
Was war das jetzt? Kommt Harry gar nicht rein? Ich dachte, er wollte jetzt was von uns. Gehen wir nochmal zu Harry. Du wolltest was von uns? Nee. Dann halt wieder nach Hause. Nochmal zum Bazaar. Auch nicht. Gut. Dann machen wir eine kleine Rundreise. Einmal Riesengang. So weit kommen wir gar nicht. Now, let us depart. Wie? Something's been bothering me. What is it? When that other Linka appeared, it caused a big commotion. So I was wondering if you're okay with leaving Marion all by herself. Das heißt, Linka haut jetzt doch ab, oder wie? If the other Linka appears when you're not around. Thank you for worrying about us, Aisha. But there is no need to worry. I know Linka's personality the best. Linka would not be satisfied with hurting Marion when I am not around. Also es wird der bösen Linka keinen Spaß machen, Marion zu schaden, wenn die richtige, also die gute Linka nicht da ist. Deshalb macht sich jetzt keine Sorgen, wegzugehen. Linka's goal is not to hurt Marion. I see. If that's the case, if Linka were to hurt Marion, she would do it in front of me to make me feel mortified. That Linka would find it meaningless, unless she could bathe in triumph while laughing at my failure. That sounds scary too. Besides, she may not look like it, but Marion can protect herself. Depending on the situation, Marion would probably defeat me. What? I've never heard that before. Wie es aussieht, kann sich Marion auch ganz gut selbst verteidigen. Sie könnte, wenn sie wollte, sogar Linka besiegen. Das kann ich mir jetzt zwar kaum vorstellen, aber naja. It is true. I told you before, but we met on the battlefield. I was captured in that battle by Marion's hand. My sword has the advantage in close combat, but it is no match for Marion's gun at medium range. Okay, Marion hat eine Knarre. Gun? Yes. Even that Linka would not be able to approach Marion without premeditation. And Marion is very scary when she is mad. I can kinda imagine that. All in all, there is no need to worry about Marion's safety. Right, Linka? Huh? As one might expect, you sure do understand me very well. Oh, the other Linka! Have you come here for a rematch? Of course not. Until I can measure your exact abilities, that could be disastrous. I'm returning to my country now. I just thought I should see your face before I do so. And your face as well, Aisha Cupcake. What? Mine too? Yep, you're too cute to be Linka's friend. Next time I visit, I'd like for you to be my friend too. Oh, danke schön. Die andere Linka möchte auch mit uns befreundet sein. What should I do? Well, if you can skip all that scary stuff, I'd love to. No can do. It's impossible not to tease something that you find cute, am I right? Yeah. If you even try to lay a finger on Aisha, I will... Ooh, scary. I guess I better leave quietly today after all. Well then, see you later. I still have much to experience. I am a sword to protect my loved ones, Marion and Aisha. No matter what happens,
No matter what kinds of enemies attack, a single sword that never breaks. I need to become a sword like that. Das war jetzt Ansporn für die gute Linka, noch stärker zu werden, sich noch mehr ins Zeug zu legen. Wir machen trotzdem mal die Reise weiter nach Riesengang. Dann nochmal zum Workshop. Ja, ran, und wenn du da gerade so rumstehst. Gut, dann nochmal zurück nach Fitzeberg und dann die andere Route nach Hornheim. So, mal sehen, ob Linka jetzt hier noch irgendwo rumsteht oder ob die tatsächlich weggegangen ist. Da ist sie doch. Jetzt redet Marion die ganze Zeit drüber, dass Linka ihre Haare nicht genug pflegt. Bisschen unlogisch als Kämpferin ist das natürlich schon mit den langen Haaren. Also da wäre eine Kurzhaarfrisur wirklich praktischer. Ja, teilweise gibt es hier echt seltsame Dialoge in dem Spiel. Gut, die Stadt eben einmal abgehen und dann nach Hornheim. Alles klar. Ernie, hast eh nichts zu sagen. Tanja.
Nee. So ein munkeloses Dorf ist jetzt wirklich nichts mehr. Da war schon seit 100 Jahren nichts mehr. Kann natürlich sein, dass ich jetzt noch irgendeinen wilden Wald irgendwo betreten muss oder irgendwelche Hügel oder was weiß ich. Das weiß ich natürlich nicht. Odilia. Oder Kies. Master, you look very bored. Yes, I finished everything that I should do in this land, so I'm feeling rather restless. Okay. Kies Aufgabe hier in diesem Land ist erfüllt. Bleibt für mich natürlich die Frage, aus welchem Land kommt er? In welches Land geht er jetzt? Ja, auf jeden Fall ist er jetzt ein bisschen rastlos und möchte woanders hin wohl. Then, should I make you some tea? No, that's fine. I'm not thirsty. Now, where should I go next? I've already traveled half the world. Are you parting from this land? Yes, it's about time. The rest of the world still contains many secrets that I have yet to discover. Im Rest der Welt, den er noch nicht besucht hat, da gibt's halt noch eine Menge Rätsel, die noch gelöst werden wollen. I wish to see everything while this body still moves. Although I know that's being too greedy. Das war ja auch im ersten Spieldurchlauf eigentlich das das Ende, was ich mir ausgesucht habe. Ich wusste ja natürlich nicht genau, was es ist, aber das war ja, wir hatten noch irgendwas vergessen und sind dann quasi mit Kies weitergereist, um weiter zu forschen und die Geheimnisse der Welt zu ergründen. I want to see as much as possible with these eyes. I need to say farewell to you. It wasn't very long, but thanks for the hospitality. Und was Kies in seinem Leben dann nicht mehr schafft, noch zu ergründen, das kann Aisha dann ja vielleicht fortführen. Fände ich jedenfalls spannender, als jetzt mit Ernie auf einer Bohnenplantage zu leben oder so. Mit Joris könnte ich mir noch gut vorstellen. Wäre auch spannend. Wen haben wir noch? Tja. Also mit Nanaka möchte ich auch nicht die ganze Zeit zusammenleben. Regina ist als gute Freundin schön, aber jetzt die Arbeit mit ihr teilen und so. Kyle und so und Ranun, der ist mir eigentlich ein bisschen zu faul. Ja, also mit Kies oder Joris käme ich schon gut zurecht, denke ich. Neo muss natürlich dabei sein, ist ja klar. Ach, oder Wilbel. Mit Wilbel kann das auch witzig sein. Auch Wilbel ist zwar auch faul, aber die hat noch so eine erfrischende Art. As your master, I'll give you my final order. I cancel all your commands. From now on, act on your own and use your own judgment. Oh, das ist aber eine schwierige Aufgabe. Odilia muss von nun an selbst denken. You have no need to be bound by the past or by me. You are free. Understood. I accept your final order. Now, excuse my haste, but I shall make preparations for the journey as well. Ach, Odilia geht auch weg, jetzt wo sie frei ist. If you will allow it, I shall accompany you wherever you go. Ja, auch als freie Roboterin will Odilia bei Kies bleiben. Hey, there's no need for that. I told you that you're free. Und ich habe übrigens auch Verständnis, dass sie jetzt nicht sagt, ach, wer soll sich denn um die Bücher kümmern, ich mache das weiter.
Denn es ist ja wirklich für die in den letzten Jahren arschlangweilig für sie gewesen. Da kam ja keiner, um sich die Bücher durchzulesen. Und sie hockte die ganze Zeit alleine da. Da ist das mit Keith schon spannender. Yes, so I will do as I please. I have had enough of being left behind by Master. Well, I guess that's fine as well. There were a few things that I've obtained since coming to this land, but... Odelia, obtaining you was quite a reward to reap. Thank you. Even so, to think that I am probably no match for Aisha, I feel slightly insufficient. You're right. The possibility that she could carve out a new alchemy that even I don't know of is also... Hello, Miss Odelia. I'm here to return the book I borrowed. Goodness. Speak of the devil. Huh? What are you talking about? Nothing. We were just talking. That is correct. It was a secret conversation between Master and me. It's not like you two to have secret talks.